eine Nacht nach der anderen. Bitte, bitte ja. Auch eins. Na, wie sieht's aus, Joe? Tag, Captain. Ich habe hier 33.000 abgelesen. Da ist eine Schlechtwetterfront über Ohio, aber da müssten wir drüber liegen. Hm, 33.000 ist gut. Und wie geht's dir heute, Plattfuß-Indianer? Ah, ihr fliegenden Götter, mit euren ewig geschonten Füßen. Wenn ihr meine Gehwarzen hättet, würdet ihr gar keine Schuhe mehr anziehen. Sie werden's kaum glauben, aber unser Computer und der erste Offizier sind sich ausnahmsweise einig. Die Flugpläne sind identisch. Was für Wetter? Keine Schwierigkeiten unterwegs. Kennedy Airport meldet 12 Meilen Sichtweite an. Bei ungefähr 10.000 Fuß Höhe. Für den Fall, dass unsere Freunde im Wetteramt zu optimistisch sind, wohin weichen wir aus? Philadelphia oder Dulles Airport. Ich empfehle den letzteren. Ich habe mir sagen lassen, dass die Restaurants dort besser sind. Haben Sie die Passagierliste? Zieht ostwärts, Leute. Das muss die Parole des Monats sein. Sie haben eine fast volle Ladung erster und Touristenklasse. In der ersten 24, 73 in der anderen. Da strahlt die Firma was. Na, wenn sie so große Gewinne macht, vielleicht fallen für Sie dabei ein paar bequeme Schuhe ab. Wie viel Treibstoff geben Sie uns? 95.000, Captain. Sie haben auch Rückenwind, 40 Knoten, aber das rechnen wir nicht. Sieh mal an, wer uns an diesem schönen, klaren Abend begleitet. Spotten Sie nicht, Captain. Wir sind vielleicht nicht die Besten dafür, aber die weitaus hübschesten Damen der Linie. Ich glaube, Sie kennen sich noch nicht. Virginia Morton. Freut mich. Jane Lansford. Guten Tag. Barbara Stewart. Wie geht's? Danke. Hier sind die Informationen, Jean. Wir fliegen in 33.000 Fuß Höhe. Voraussichtliche Flugzeit 4 Stunden 20 Minuten. Schreib dir das vielleicht für deine Durchsage auf. Und erklär bitte den jungen Damen meine Gewohnheiten, ja? Wenn Sie mit den Passagieren irgendwie Schwierigkeiten haben, dann kommen Sie ruhig vor zu uns. Ach ja, den Kaffee möchte ich, wenn die Sicherheitsgurte abgeschnallt werden. Ansonsten bin ich ganz verträglich. Es dürfte ein einfacher Flug werden, nur haben Sie diesmal eine Menge Leute zu betreuen. Noch irgendwelche Fragen, meine Damen? Nein, nein. Okay. Hey, Captain! Laufen Sie nicht ohne Ihr Gehirn weg. Aha. Danke, altes Haus. Was würde ich nur ohne Sie tun, Mac? Wir sehen uns in der Maschine, meine Damen. Oh, Entschuldigung. Ist jemand von euch abergläubisch? Das Flugpersonal leistet sich diese Schwäche lieber nicht. Besonders eine halbe Stunde vor dem Flug. Ah, wie ist das Befinden, Mr. Doucette? Miserabel. Ich glaube, mein Stern sinkt. Oh, in jedem Beruf gibt's ab und zu Rückschläge. Tja, ja. Wenn man mich nicht mehr um Autogramme bittet, werde ich nervös. Wann kommen wir an? 2 Uhr New Yorker Zeit. Flug 6, Abflug in 20 Minuten. Wenn Sie bitte im Warteraum Platz nehmen wollen, die Hostess wird Sie dann mit dem Bus abholen. Ah ja, ja, vielen Dank. Mr. Doucette, wir sind große Fans von Ihnen, wenn Sie so nett wären. Aber gern, Ma'am. Ist es für dich, Kleine, oder ist es für die Mami? Für Emily. Für Emily. Alles Liebe. George Doucette. Schatz, wie sagt man? Du weißt Vielen es doch. Vielen Dank, Mr. Doucette. Ich danke, mein Schatz. Guten Abend, wie geht's, Corporal? Ich mach das schon, lassen Sie nur. Setzen Sie sich. Wäre es möglich, dass eine von den Stewardessen auf den Mann ein bisschen aufpasst, Mister? Selbstverständlich, Major. Was ist mit ihm? Oh, nichts Besonderes. Aber er ist vor 24 Stunden erst aus Saigon zurückgekommen. Unter seinem Bett ist eine Bombe explodiert. Er ist noch ziemlich durcheinander. Und was könnten wir für ihn tun? Nur ein Auge auf ihn haben. Er ist auf dem Weg nach Hause, auf Urlaub. Kommt gerade aus dem Krankenhaus. Schauen Sie nur hin und wieder nach ihm. Weiter nichts. Keine Sorge, wir kümmern uns um ihn. Danke. Mama, ich bitte dich, sei nicht so nervös. Du hast überhaupt keinen Grund dazu. Wer ist denn nervös? Warum sollte ich denn nervös sein, Sonja? Wenn das Flugzeug abstürzt, bin ich eben tot. Was hat's für einen Zweck, nervös zu sein? Was sollte ich tun? Mama, musst du denn unbedingt so reden? Entschuldigen Sie bitte. Ja? Können Sie die Abflugzeit von Flug Nummer 6 lesen? Ich kann's von hier beim besten Willen nicht entziffern. Flug 6, sagen Sie? Ja. Oh, das ist dieser Flug. Soll um 6.30 Uhr abfliegen. So, haben Sie vielen Dank.
Wollen Sie denn nicht mitfliegen? Nein, nein. Ich wollte mich nur vergewissern. Ich bin mit Bekannten verabredet. Dann würde ich mich beeilen. Wir fliegen in 20 Minuten. Ja, schönen Dank. Ihr sitzt in Los Angeles und futtert Orangen, während ich abstürze. Sonja, wenn ich da oben plötzlich Appetit auf Tee bekomme, wen muss ich darum bitten? Ach, die Stewardess, Mama. Ach so. Jawohl, Gordy. Flight Number 6 ist raus, ja. Ich gehe nur einen Kaffee holen. Willst du auch einen? Ja, schwarz bitte. Okay. International Airlines Willoughby, bitte. Verzeihung, würden Sie das bitte nochmal wiederholen? Ja, das wäre Flug Nummer 6. Ist vor wenigen Minuten nach New York abgeflogen. Ja, nonstop. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte etwas lauter sprechen? Wissen Sie, hier ist nämlich ein bisschen viel Lärm, Sir. Es ist wirklich zu dumm. Ich habe immer noch nicht verstanden. Würden Sie es bitte nochmal sagen? International Airlines? Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frank Thompson, Special Agent des FBI, Los Angeles. Sie haben vorhin schon mal angerufen, ja? Ja, ganz recht. Wie geht's, Mr. Thompson? Er ist wieder dran. Würden Sie bitte wiederholen, was Sie dem Angestellten gesagt haben? Warum nicht? Sehr gern. Ich sagte ihm, ich hätte eine Bombe deponiert an Bord des Flugzeuges nach New York. Ich hätte schwören mögen, er wird den Knopf drücken und Sie um Hilfe bitten. Warum haben Sie die Bombe an Bord gebracht? Und wann? Ich habe diese Bombe aus einem bestimmten Grund an Bord gebracht. Darüber sprechen wir selbstverständlich noch. Später. Vorher möchte ich Ihnen noch was anderes erzählen. Sie sind wahrscheinlich doch neugierig, was für eine Bombe es ist. Selbstverständlich. Ich möchte noch viel mehr wissen. Warum erzählen Sie mir nicht alles ausführlich? Feststellen können, woher der Anruf kommt. Das kann ich Ihnen auch so sagen, aus einer Telefonzelle. Und wenn unsere Unterhaltung zu Ende ist, gehe ich zur nächsten Zelle. Sie sehen daraus, dass ich mit Ihnen in Kontakt bleiben möchte, während der nächsten Stunden. Ich habe was Wichtiges mit Ihnen vor. Es ist für Sie ebenso wichtig wie für mich, weil ja die Bombe tatsächlich in der Maschine ist. Daran zweifeln Sie besser nicht. Ich habe sie an einen bestimmten Platz gelegt. Und ich bin der Einzige, der weiß, wo das ist. Ja, und weiter? Es ist eine Aneroid-Bombe. Sie wissen, was das ist. Eine Bombe mit einem Barograph. Und mit einem Relais, das sich in einer gewissen Höhe einschaltet. Tja, dann ist da noch eine Menge Draht. Trockenbatterien. Und eine elektrische Sprengkapsel mit zwei Dynamitstäben. Haben Sie sie selbst gemacht? Ja, sicher. Mit meinen eigenen Händen. Todbringend und unscheinbar. Kaum zu glauben. Aber es war furchtbar einfach. Gut, Sie haben die Bombe gemacht und haben sie an Bord gebracht. Und was wollen Sie nun? Eine Hand wäscht die andere. So ist es doch. Ich habe gefragt, was Sie wollen. Ah, Sie sind also bereit zu verhandeln. Zu verhandeln? Worüber? Ich brauche sofort 100.000 Dollar. Kein Problem für eine Fluggesellschaft. Sie geben viel mehr aus. Viele Millionen Dollar. Um sich eine Reihe von 797er Jets zu kaufen. Als
Also können Sie leicht auf 100.000 verzichten. Besonders wenn es darum geht, so einen teuren blanken Vogel vor dem Absturz zu bewahren. Ich fürchte, ich bin schon viel zu lange auf der gleichen Stelle. Ich rufe Sie in 15 oder 20 Minuten auf derselben Nummer wieder an. Bitte, einen Moment. Keine Aufregung. Sie hören bestimmt wieder von mir. Hallo? Hallo. Er hat eingehängt. Ja, er hat eingehängt. Bleiben Sie am Ball. Er will wieder anrufen. Ich schalte mich gleich ein. Es ist doch ein Spinner. Ich bin noch nicht sicher. Was ist das für eine Bombe? Er hat sie doch beschrieben. Eine Aneroid. Aneroid? Ja, ein Sprengkörper, der bei einer bestimmten Höhe, also bei einem bestimmten Luftdruck explodiert. Tja, wir können im Moment nur routinemäßig vorgehen. Die Passagierliste überprüfen und versuchen, über jede Person etwas in Erfahrung zu bringen. Auch die Versicherungspolicen überprüfen. Vielleicht gibt das einen Anhaltspunkt. Und natürlich auch das Bodenpersonal, jeden, der zur Maschine Zutritt hatte. Ich werde mich sofort um alles kümmern. Im Übrigen können wir nur hoffen, dass er tatsächlich ein Spinner ist. Hm. Aber sicher sind Sie nicht, oder? Nein, das dürfen wir nicht sein. Dieser Bursche scheint genau zu wissen, wovon er spricht. Wo könnte die Bombe liegen? Wo könnte er sie hingelegt haben? Das ist die 7-Millionen-Dollar-Frage. Ihr müsstet's wissen. Ihr seid doch schließlich Bombenspezialisten, oder? Feldmann, wir sprechen von einer Düsenmaschine. Sie ist 146 Fuß lang und hat viele Verstecke. Sie haben recht, ich weiß. Also werde ich in ein paar Stunden Tote identifizieren müssen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es schließlich doch noch. In den meisten Fällen stellt sich sowas als schlechter Scherz heraus. Erklären Sie mir mal, was das eigentlich für eine Bombe ist. Ein Barograph oder besser ein Höhenmesser spricht auf Luftdruckschwankungen an. Er funktioniert praktisch wie ein Schalter für die Stromzufuhr. So wie der Zeiger einen bestimmten Kontaktpunkt zum Stufenrelais berührt. Hm. Können Sie mir das auch einfacher sagen? Sodass auch ein dummer Flugaufsichtsbeamter sich was darunter vorstellen kann? Das Prinzip ist furchtbar einfach, Mr. Feldman. Der Bombenzünder funktioniert von einem gewissen Zeitpunkt an, und zwar nach dem Start der Maschine. Wenn die Maschine zur Landung ansetzt, schließt sich der Stromkreis wieder und die zweite Stufe des Relais beginnt zu arbeiten. Durch das Relais fließt der Strom zu einer Sprengkapsel und das Dynamit explodiert. Das würde bedeuten? Das würde bedeuten, dass die Maschine niemals landen könnte, ohne zu explodieren. Wie klappt's bei euch? Ausgezeichnet. Und außerdem ist ein dunkelhaariger, gut aussehender Mann in mein Leben getreten. Na hör mal, du fängst doch sonst nicht so leicht Feuer. Mir ist Georges Doucette bis jetzt eben niemals persönlich begegnet. Dann sei hübsch nett zu ihm. Vielleicht bringt er dich zum Film. Das muss er nicht. Ich bin schon zufrieden, wenn ich ihm den Kaffee bringen kann. Das macht mehr Spaß, als mich mit Produktionschefs herumzuschlagen. Ey, macht mir meinen Hübschen nicht luftkrank. Verlass dich auf mich. Ich bringe euch schon sicher durch diese Waschküche hier. Ruft mich, wenn er mich braucht, ja? Aber nur in wirklich dringenden Fällen. Captain, soll ich noch was fragen? Ja, frag ihn, ob wir auf 41.000 steigen dürfen, damit wir aus diesem Geschaukel rauskommen. Hallo, Los Angeles. Hier ist International 6. Wir würden gerne auf 41.000 steigen. Over. Moment, International 6, sofort. Sie sind jetzt auf 33.000? Jawohl, stimmt. Auf 41.000 haben Sie 100 Meilen vor sich eine TWA nach Osten. Wir können Ihnen aber 37.000 geben. Okay, Captain. Okay, 37. International 6, wir verlassen 33. Melden uns, wenn wir 37 erreicht haben. Roger. Die Dinger werden immer perfekter. Sie werden bald von selbst fliegen. Wir sterben vermutlich nicht an Altersschwäche, sondern an Langeweile. Bei denen von der Südlinie passiert doch wenigstens noch was. Die haben ab und zu einen kubanischen Flugzeugentführer an Bord. Und wir nur dunkelhaarige, gut aussehende Fernsehstars. Ja? Mr. Thompson. Ja. Na, Mr. Thompson, wie geht's? Nervös, hä? Halb so schlimm. Was wollen Sie? Ich nehme an, Sie haben die Beschreibung der Bombe überprüft.
und das Prinzip, wie sie funktioniert. Wir sind noch dabei. Das glaube ich. Sicher haben Sie schon manches herausgefunden. Ich will es Ihnen ein bisschen leichter machen. Die Bombe explodiert, wenn das Flugzeug zur Landung ansetzt. In welcher Höhe? Ich sag's Ihnen nur ungefähr, unter 10.000 Fuß. Sind Sie sich dessen so sicher? Mr. Thompson, ich würde wohl kaum anrufen, wenn ich nicht sicher wäre. Ich bin sicher. Und ebenso sicher kann sich der Pilot eine Menge Arbeit sparen, wenn er nicht erst versucht, die Bombe in der Maschine zu finden. Wenn sie zwischen dem Gepäck versteckt wäre, wie wollte er dahin? Sie wissen... Das geht nicht während des Fluges. Oder wussten Sie es nicht? Doch, doch. Weiter. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass er gar nichts dabei gewinnt, wenn er die halbe Maschine auseinandernimmt. Das bekäme ihm sicher nicht gut. Vielleicht sagen Sie mir, was ihm gut bekommen würde. Das spielt doch eigentlich keine Rolle. Ich bekomme einen Papiersack mit Banknoten, mit unmarkierten. Ich habe mich noch nicht entschieden, wohin Sie das Geld bringen sollen. Aber im Verlauf unserer Unterhaltung, während der... Nächsten 4 Stunden werde ich mich entscheiden und das Sie wissen lassen. Hallo? Hallo? Ich rufe wieder an. In der nächsten halben Stunde. Hallo, Mac. Das ist unser Chefpilot Rob Shea. Ihren Namen, Gentleman, habe ich leider vergessen. Ich bin Agent Thompson, Agent Balaban. Sir Ford. Hat man Sie bereits unterrichtet, Mr. Shea? Ich weiß nur, dass eine Bombe in der Maschine sein soll. Irgendeine Art Sprengbombe. Ja. Es ist möglich, dass der Mann nur blufft, aber ich glaube es nicht. Haben Sie schon Verbindung mit der Maschine aufgenommen? Das wollten wir eben tun, Bob. Deshalb haben wir Sie kommen lassen. Dann wollen wir uns aber beeilen. Sagen Sie ETC, Sie möchten sofort Sprechverbindung herstellen. Okay? Ja, ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Welcher Pilot fliegt die Maschine, Mr. Shea? Ich meine, wie wird die Besatzung es aufnehmen? Wenn Sie 30.000 Fuß hochflögen und erführen, dass Sie eine Bombe an Bord haben, wie würden Sie es aufnehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie eine Maschine mit einer Bombe an Bord geflogen. Die da oben auch nicht. ATC, bitte wiederholen Sie. International Flight 6, Moment. International Flight 6, International Flight 6, hier ist Los Angeles, Flugüberwachung, bitte melden. Hier International 6, wir hören. International 6, wir sollen Sie bitten, sofort mit Ihrer Fluggesellschaft Verbindung aufzunehmen. ATC sagt, wir sollen sofort mit der Gesellschaft Verbindung aufnehmen. Dringlichkeitsstufe. Frequenz 107,9. Dispatcher, hier International 6. Nicht umfallen, Leute. Wir haben eine Bombendrohung bekommen. Ein Kerl behauptet, dass er an Bord eurer Maschine eine Aneroidbombe gelegt hat. Er sagt nicht wohin, aber wir wollen euch wenigstens das weitergeben, was wir wissen. Hören Sie das, Captain? Ich hör's. Was soll ich damit anfangen? Dispatcher, hier ist Captain Anderson. Bevor wir alles durchwühlen, können Sie uns vielleicht sagen, was wir machen sollen? Tut mir leid, Jungs. Eine Sekunde, der Chefpilot ist hier. Sprecht mit ihm. Hallo, Anderson. Hier ist Shea. Kreisen Sie, bis Sie weitere Anweisungen erhalten. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Vielleicht ist alles nur ein übler Scherz. Aber das FBI sagt, der Bursche, der angerufen hat, weiß eine ganze Menge über Bomben. Dann ist es wohl besser, wir nehmen an, dass ihr wirklich so ein Ding an Bord habt. So wie ihr zur Landung ansetzt, soll sie explodieren. Also findet die Bombe. Hey, hören Sie, der Geräteraum ist der einzige Ort, wohin wir von der Kanzel aus kämen. Wir machen die Luke auf und sehen nach. Okay, kreisen Sie so lange weiter. Roger, weiß ATC, was los ist? Sie wurden benachrichtigt. Sie erreichen mich dort in 5 Minuten. Okay, dann wechseln wir auf Frequenz 206,8. Sieh im Geräteraum nach, ob du was findest. Okay.
Können Sie mir sagen, wonach ich eigentlich suchen soll? Nach einer Aneroidbombe. Nach was? Nach einer Aneroidbombe. Aneroidbombe? Hey, Captain, ich hätte noch eine Frage. Na, frag schon. Sie haben nicht zufällig einen Fallschirm mit an Bord, was? Mr. Thompson? Ihr Dispatcher hat Verbindung mit der Maschine aufgenommen. Mr. Thompson, das ist Dan Seaton von UPI. Er riecht Katastrophen. Was ist nun mit dieser Maschine, Mr. Thompson? Kein Kommentar, Mister. Soll ich lieber Gerüchte drucken als die offizielle Version? Auch von unserer Seite gibt's keinen Kommentar dazu. Weder eine offizielle Geschichte noch eine Version für die Presse. Kein Flugzeug abstürzt und Schluss. Darf ich Sie fragen, Mr. Thompson, was Sie hier tun? Ich bin hier, um zu untersuchen, inwieweit der Fall in den Zuständigkeitsbereich des FBI gehört. Nicht mehr. Verzeihung. Warum sagen Sie mir nicht wenigstens, was Sie untersuchen? Es geht um Ihren Flug Nummer 6 nach New York. Die Maschine soll nicht landen können, stimmt's? Ich kann Ihnen nicht vorschreiben, was Sie veröffentlichen und was nicht. Aber von Mann zu Mann bitte ich Sie trotzdem darum, nicht zu veröffentlichen, was ich Ihnen jetzt sage. Versprechen Sie mir das? Gut. Sie haben ein Wort. Es ist eine Aneroidbombe an Bord der Maschine. Das würde heißen, sie explodiert an einer gewissen Höhe. Mhm. Sie geht los, oder sie soll zumindest losgehen, sobald die Maschine zur Landung ansetzt. Ist das alles? Seit 7 Uhr telefonieren wir dauernd hin und her mit dem Kerl, der behauptet, sie an Bord gebracht zu haben. Im Gepäck? Er sagt nein, und während des Fluges kommen wir an das Gepäck nicht ran. Haben Sie eine Ahnung, wer der Bursche ist? Wir tappen völlig im Dunkeln. Schon aus dem Grund darf nichts an die Öffentlichkeit kommen. Sie begreifen das hoffentlich. Ah, ich verstehe. Okay. Harte Nacht, was? Ist nicht übertrieben. Mr. Thompson, dürfte ich Ihnen noch eine Frage stellen? Wenn ich sie nicht beantworten muss? Manchmal muss es für Sie schon verdammt schwer sein. Ich meine, bei allem kalt und ruhig zu bleiben. Ungefähr so, als ob ein Chirurg einen jungen Menschen auf dem Operationstisch hat und nicht weiß... Was soll das heißen? Ach, nichts Besonderes. Ich habe mir nur mal die Passagierliste angesehen. Da steht eine Mrs. Elizabeth Thompson drauf. Irgendeine Verwandte von Ihnen? Kann man wohl sagen. Meine Frau. Das, ich hatte keine Ahnung. Sie machen einen vorzüglichen Tee, wirklich. Aber eins verstehe ich nicht. Was macht ein so nettes und hübsches Mädchen wie Sie hier oben in der Luft? Ich hab's mir so ausgesucht. Möchten Sie noch irgendwas? Nein, vielen Dank. Ich bleib hier ruhig sitzen und hasse meinen Schwiegersohn. Haben Sie Kinder? 2 Töchter, Teenager. Um Gottes Willen. Sie sollen sich bloß keine Männer wie meinen Schwiegersohn nehmen. Was macht Ihr Mann, wenn ich fragen darf? Er ist bei der Regierung. Wunderbar. Dann haben Sie ja keine Sorgen. Es gibt wenig, die so bequem leben wie die Beamten. Ist da irgendwas? Sehr viel, aber nichts, was nicht hier reingehört. Okay, dann komm wieder rauf. Dann wollen wir mal Stufe 2 untersuchen. Und vielleicht 3 und 4. Und wenn wir Zeit dafür haben, noch manches andere. Kann ich irgendwas für Sie tun, Mr. Doucet? Meinen Sie was Bestimmtes? Ich bitte um Verzeihung. Ein dummer Satz aus einem alten Stück. Sie können mir aber gerne ein Glas Wasser bringen. Augenblick. Ich möchte ein richtiges Glas, nicht zum Pappbecher. Hm? Ein Glas Wasser, kommt sofort. Danke vielmals. Sie leben in New York? Ja. Großartige Stadt. Die Hälfte meines Lebens verbringe ich dort, zwischen Interviews und Fernsehshows. Ich habe ein Haus in Malibu und ein Apartment in Hollywood, aber 52 Wochen im Jahr hocke ich in New York im Sherry. Ach, wirklich? Ja, ich hab's da sehr hübsch. 2 Etagen und das Schlafzimmer oben mit einem richtigen Kamin. Und nachts einen dollen Blick auf den Park durch riesige Glasfenster. Sie wären begeistert.
Hört sich wundervoll an. Mhm. Tanzen Sie gern? Manchmal schon. Kennen Sie schon das neueste Barracuda? Nein, ich bin nicht ganz so up-to-date. Sie sehen vor sich einen Experten auf diesem Gebiet. Wissen Sie was? Ich habe morgen Abend nichts zu tun. Wie wäre es, wenn Sie um 8 im Sherry anrufen würden und auf den Sprung raufkämen, ne? Wir essen bei mir zu Abend, plaudern ein bisschen. Und dann später gebe ich Ihnen ein paar Stunden. Das würde Ihnen gefallen, hm? Schätzchen, ich bin ein ehrlicher, offenherziger Junge. Ich schlage niemals über die Stränge. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ich übrigens auch nicht. Fangen wir gleich bei der Zigarre an. Es verstößt gegen die Vorschriften. Alles Übrige ebenfalls. Wie Sie wollen. Sie verpassen jedenfalls einen bezaubernden Abend. Daran zweifle ich nicht im Mindesten. Sag mir die Wahrheit, Jeannie. Du fliegst schon viel länger als ich. Was passiert für gewöhnlich bei einer Bombendrohung? Was muss man tun, um eine Tasse Kaffee zu bekommen? Ein Bittgesuch an den Captain richten? Weiter nichts als darum bitten. Kaffee ist wirklich kein Problem. Hallo? Mr. Thompson? Ich bin dran. Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Ja, das kann man sagen. Achtung, er spricht wieder. Sie haben Kontakt mit der Maschine aufgenommen, nicht wahr? Nun kommen Sie endlich zum Thema. Sie dürften jetzt ungefähr über dem Grand Canyon sein, stimmt's? Noch fliegen Sie. Sie haben vorhin von uns $100,000 in unmarkierten Banknoten in einem Papiersack verlangt. Wohin wollen Sie das Geld? Und wann sollen wir es schicken? Sie akzeptieren meine Bedingungen? Darüber sprechen können wir. Aber wir werden auch Bedingungen stellen. Wenn wir Ihnen das Geld übergeben, wollen wir wissen, wo die Bombe ist und wie wir an sie rankommen. Sie wissen, eine Hand wäscht die andere. Sie bekommen das Geld nur, wenn wir damit das Leben unschuldiger Menschen retten. Sie rühren mich, Mr. Thompson. Ich bin erschüttert. Sie wissen inzwischen, dass ich kein Verrückter bin. Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass man an Bord bereits im Geräteraum nachgesehen hat. Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Wohin und wann sollen wir das Geld bringen? Ich warne Sie, Mr. Thompson. Wenn dabei was schief geht, dürfen Sie Ihr Flugzeug abschreiben. Mit allem, was drin ist. Wir verstehen uns, nicht wahr? Es wäre gut, wenn Sie sich persönlich darum kümmern. Deponieren Sie das Geld am Informationsschalter des Flughafens. Ein Bote wird es bei Ihnen abholen. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Sie haben für die Abwicklung noch Zeit genug. Der Bote wird in einer knappen Stunde bei Ihnen sein. Das wäre dann wohl alles. Ach nein. Ihren auserwählten Leuten, die jetzt alle über dem Fall sitzen, können Sie auch noch was ausrichten. Wenn jemand versuchen sollte, dem Boten zu folgen, der mit dem Geld zu mir unterwegs ist, wird alles in die Luft fliegen. Verlassen Sie sich drauf. Und die Worte in die Luft fliegen, gebrauche ich absichtlich. Hallo? Hat eingehängt. Im Geräteraum haben Sie als erstes nachgesehen. Wenn Sie erlauben, rufe ich jetzt meinen Direktor an und bitte ihn, das Paket mit dem Geld fertig zu machen. Irgendwas dagegen? Nein, machen Sie nur. Ich werde das scheußliche Gefühl nicht mehr los, dass dieser Bursche kein Verrückter ist. Er weiß nicht nur über Bomben Bescheid, sondern auch über das Innere einer 797. Foster? Ja? Verständigen Sie alle Fluggesellschaften an der Westküste und versuchen Sie, die Personalchefs an den Apparat zu bekommen. Ich brauche genaue Unterlagen über alle Mitarbeiter, die in den letzten 2 Jahren entlassen worden sind. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ja, sicher. Sie können es aber ein wenig einengen. Ich würde Ihnen vorschlagen, sich ganz besonders die Leute vorzunehmen, die mal was mit Montage, mit Flugzeugwartung und vielleicht auch Konstruktion zu tun gehabt haben. Dann sagen Sie ihm, wir müssen das Geld an unserem Informationsschalter bereitlegen. Da wird's von dem Boten abgeholt. Ja, genau das verlangt er.
Nein, das hat er nicht. Er hat's nicht mal versprochen. Ja, natürlich. Doch, doch, ich bin noch da. Ich habe nur auf die Uhr gesehen. Das ist alles. Ich habe nur auf die Uhr gesehen. International 6, hier Zentrale Los Angeles. Drehen Sie nach links auf 005. Wir leiten Sie mit Radar weiter. International 6, Roger. Okay, 6, wir haben Sie auf dem Radarschirm. Wie ist Ihre augenblickliche Höhe? 37.000. International 6, behalten Sie 37.000 bis auf Weiteres bei. Der Luftraum unter Ihnen ist frei, falls Sie runtergehen müssen. Das ist sehr freundlich und furchtbar aufmerksam von Ihnen. Wir hoffen nur, dass wir auch in einem Stück runterkommen, falls wir es wirklich müssen. Können Sie uns noch Einzelheiten über die Bombendrohung sagen? International 6, ich gebe Ihnen nochmal den Chefpiloten. Er ist hier bei mir. Anderson, haben Sie im Geräteraum was gefunden? Nein, Fehlanzeige. Viele Drähte, aber nichts, das aussah wie eine Bombe. Haben Sie noch andere Vorschläge? Wir haben eben mit der Herstellerfirma gesprochen, Anderson. Die sagten, wenn in der Maschine überhaupt eine Bombe versteckt sein kann, dann nur in der Kabine. In der Kabine? Haben die auch gesagt, wo wir da anfangen sollen zu suchen, ja? Ja. Sie sagten, eine gute Möglichkeit wäre unter den Sitzen. Und fragen Sie den Bordmechaniker, ob er ein Werkzeug hat, das sich zum Entfernen der Decken- und Wandverkleidungen eignet. Hören Sie, Shay. Was passiert, wenn wir anfangen, die Kabine zu demolieren, weiß bestimmt schon ein Psychologiestudent im zweiten Semester. 100 Passagiere trampeln in panischer Angst durcheinander und zertrümmern die Fenster. Anderson, der Kerl, dem wir den Wirbel zu verdanken haben, hat mit FBI gesprochen. Dabei hat er behauptet, wir würden diese Bombe niemals finden. Er hat sogar den Geräteraum erwähnt. Es bleibt also gar keine andere Wahl. Am besten machen Sie über Bordmikro so ruhig wie möglich eine Durchsage. Dann durchsuchen Sie die Kabine von vorn bis hinten. Lassen Sie durch die Stewardessen jedes Stück des Handgepäcks kontrollieren. Okay, wenn Sie meinen, dass wir damit weiterkommen. Möchten Sie nicht für mich bitte die Durchsage formulieren, Mr. Shay? Machen Sie sie intelligent und überzeugend. Wählen Sie Ihre Worte vorsichtig. Das ist schwierig, ich weiß. Informieren Sie uns bitte schnell noch über Ihren Treibstoffvorrat. Wie viel haben Sie noch? Noch für etwa 4 Stunden, wenn wir die Geschwindigkeit drosseln. Aber wir haben auch noch Gegenwind, etwa 40 Knoten. Sollen wir noch weiterkreisen oder Kurs nach Los Angeles aufnehmen? Wo sind Sie jetzt genau? 90 Meilen östlich von Las Vegas. Dann kreisen Sie, bis Sie weitere Anweisungen bekommen. Hast du alles gehört? Ruf eine von den Stewardessen rein. Ich werde inzwischen als Conferencier die lieben Mitmenschen unterhalten. Meine Damen und Herren, hier spricht Captain Anderson. Sie haben vielleicht bemerkt, dass die Maschine vom normalen Kurs abgewichen ist und gegenwärtig kreist. Wir haben einen Funkspruch aus Los Angeles bekommen. Demnach sollen wir möglicherweise eine Bombe an Bord haben. In solchen Fällen ist es ein Routineverfahren, dass die Maschine kreist, bis sie neue Anweisungen erhält. Obwohl dies kein Normalfall ist, kann ich Sie beruhigen. Er ist nicht so ungewöhnlich, dass wir nicht mit ihm fertig werden. Ich werde das Signal zum Anschnallen und das Rauchverbot einschalten. Wir werden so lange kreisen, bis wir anderweitig informiert werden. Meine Damen und Herren, ich werde so oft wie möglich mit Ihnen Sprechverbindung aufnehmen. Es gibt nicht den mindesten Grund zur Panik. Ich darf das wiederholen. Es besteht kein Grund zur Panik. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Jean, ihr sammelt jetzt das Handgepäck ein. Ist gut. Sieht es sehr ernst aus? Ich weiß es auch nicht. Du wirst jetzt bitte mit den anderen das Handgepäck einsammeln. Chips hilft euch dabei. Ob denn wirklich was dran ist? Du gehst bitte raus mit fröhlichem Gesicht und munteren Sprüchen. Und wenn jemand in Panik gerät oder durchdreht, dann sagst du uns Bescheid. Und jetzt los. Ich gehe schon. Wenn wir am Handgepäck nichts finden, sind wir gezwungen, alles auseinanderzunehmen, bis nur noch die Triebwerke und 100 Koffer mit den verschiedensten Arten von Unterwäsche übrig bleiben. Wie sieht die Bombe aus? Leider bin ich kein Bombenexperte. Sei vorsichtig, Jeannie. Was sagte ich über Langeweile vor einer knappen halben Stunde?
habe ich mir dabei nicht die Zunge abgebissen. Meine Herrschaften, hier nochmal Captain Anderson. Ihr Handgepäck wird sofort von den Stewardessen geholt. Bitte keine Panik deshalb. Diese Vorsichtsmaßnahme ist absolut üblich. Bitte keine Panik deshalb, meine Herrschaften. Diese Vorsichtsmaßnahme ist absolut üblich. Was veranstalten Sie hier, eine Versteigerung? Mr. Doucette, der Captain hat darum gebeten, auf den Plätzen zu bleiben. Wer fliegt hier eigentlich? Mussolini? Was soll der Quatsch? Will mir das jemand verraten? Sie suchen wohl da drin nach der Bombe. Wenn es Ihnen lieber ist, sehen Sie es doch als kleines Versteckspiel an. Deswegen sammeln Sie doch das Handgepäck ein, nicht? Meinen Sie, darin werden Sie die Bombe finden, hm? Wir hoffen es zumindest, falls überhaupt was zu finden ist. Würden Sie sich jetzt bitte wieder setzen? Moment, Schätzchen. Wenn wirklich eine Bombe an Bord ist, warum landen wir nicht? Wofür dieses blödsinnige Rumfliegen im Kreis und das Rumkramen im Gepäck? Mr. Doucette. Und Sie frage ich dasselbe. Warum gehen wir nicht auf dem nächsten Flugplatz runter, hä? Ich meine, dieses idiotische Getue hier ist doch völlig überflüssig. So viel weiß ich vom Fliegen. Wenn eine Bombendrohung vorliegt, dann landet man ganz einfach. Das ist doch absolut sinnlos. Hören Sie. Mr. Doucette, der Captain wünscht, dass Sie sich wieder hinsetzen. Entweder gehen Sie nun freiwillig oder ich bin gezwungen, Sie über die Schulter zu werfen und hinzubringen. So, ich fürchte nur, dass Sie dafür nicht ganz der Richtige sind. Hm? Soll ich's versuchen, Mr. Doucette? Ich prügel mich nicht mit jedem, aber eins will ich Ihnen sagen. Ich fliege nun wirklich viel. Aber dieses Theater hier ist brandneu für mich. Für uns ebenfalls, Mr. Doucette. Verlassen Sie sich drauf. Haben Sie ein Paket für Speedy Jet zum Abholen? Ja, habe ich. Kommen Sie von Speedy Jet? Ich denke schon. Jedenfalls steht sie auf meiner Jacke. Sie sind schnell hier gewesen. Sie fahren die ganze Nacht, hm? Was, ich? Nee, nur bis Mitternacht. Sagen Sie mal, wie arbeitet sich's für eine Fluglinie? Macht's Spaß? Ach, man lebt. Auf alle Fälle ist es mir, glaube ich, lieber, als mit Paketen rumzufahren. Die ganze Nacht. Was weiß ich, wohin. Ich fahre gern nachts. Da kommt man wenigstens gut durch. Unterschreiben Sie. Also dann, besten Dank. LA-107, LA-107, San Diego Freeway West. LA-231, LA-231, Objekt ist im Lieferwagen. Speedy Jet Service fährt Richtung West. Paket abholen im Northfield Liquor Store an der Ecke Sunset Boulevard, 27. Straße, Santa Monica. Dort bekommen Sie die Zustelladresse. Verstanden. Special Agent Bellevin. Sie wünschen? Ist das ein Ein-Mann-Betrieb? Nachts, ja. Vor einer Stunde haben Sie einen Anruf bekommen, ein Paket abzuholen am Flughafen, Informationsschalter. Ja, stimmt. Der Fahrer hat sich vor 15 Minuten gemeldet. Er hat es abgeholt und ist damit unterwegs. Wie ist die Adresse des Empfängers? Moment, da muss ich nachsehen. Habe ich gar keine, nur den Namen Jones. Er wollte mich wieder anrufen und mir die Adresse durchgeben. Hat er noch nicht angerufen? Nein, noch nicht. Was ist denn los? Ich werde es Ihnen später erklären. Geben Sie mir ein Zeichen, wenn er am Apparat ist. Wird gemacht. Mr. Thompson, das ist Mr. Reardon, Personalchef bei Spencer Aviation. Freut mich. Was haben Sie, Mr. Reardon? Schlechte Laune und Kopfschmerzen.
Das sollten meine ersten 8 Stunden Schlaf nach ungefähr 2 Wochen werden. Tut mir leid. Bitte gehen Sie weiter. Ich habe mir die Akten der Männer vorgenommen, die wir in den letzten Jahren entlassen haben. Ich habe nichts gefunden, was Ihnen weiterhelfen wird, Mr. Thompson. Was ist eigentlich mit diesem technischen Zeichner? Sie haben ihn vor 5 Monaten gefeuert. Er war mit Konstruktionsplänen beschäftigt. Eigentlich war er Flugingenieur und während des Krieges Experte für Sprengungen. Und wo steckt er jetzt? Soviel ich weiß, hat er wieder eine Stellung bei einer Firma an der Ostküste gefunden. Er war ein bisschen exzentrisch, aber ein guter Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass er in Frage kommt. Schon was unternommen? Wir haben eine Telefonnummer und Adresse in Scarsdale, New York. Das New Yorker Büro überprüft gerade beides. Wieso glauben Sie, dass er nicht unser Mann ist? Er ist einfach nicht der Typ, der eine Bombe ins Flugzeug legen würde. Er hat eine College-Ausbildung und ist ein guter Familienvater. Nein, das passt einfach nicht zusammen. Okay, sonst noch was? Alle paar Minuten bekommen wir neuen Schwung mit Namen und Qualifikationen und so ein Kram. Aber was Brauchbares ist nicht dabei. Das müsste aber jetzt bald kommen. Speedy Jet Messenger Service? Jawohl, Sir. Hidden Valley Road. Ich wiederhole, 1950 Hidden Valley Road. Ja, wir haben auf den Anruf gewartet. Der Wagen ist schon auf dem Weg, Sir. Ja, wird gemacht. Das war der Kerl. Okay, sagen Sie Ihrem Jungen, er soll sofort hinfahren. Joe Nummer 3. Bitte komm. Hier, Bellaben. Der Wagen fährt zu Hidden. Hey, Joe, antworten Sie. 1950. Antworten Sie. Joe, hören Sie doch. Nummer 3, bitte komm. Joe, Nummer 3, bitte komm. Antworten Sie doch. Moment mal. Komisch. Der Wagen meldet sich nicht. Ich saß direkt kommen. Er muss ungefähr 70 gefahren sein und kam ins Schleudern. Ich konnte gerade noch bremsen. Ein Wunder, dass mir nichts passiert ist. Entdeckung! Ich glaube, die Kiste fliegt in die Luft! Feldman, Moment, er ist draußen. Thompson! Thompson. Was? Ja, ja, schon gut. Ich hab verstanden. Okay, bleiben Sie im Ball. Was ist passiert? Der Lieferwagen ist verunglückt und dabei explodiert. Der Fahrer ist schwer verletzt, aber wird überleben. Ihre 100.000 sind auch mit draufgegangen. Großartig. Haben wir ein Schwein. Was ist mit der Adresse, zu der er unterwegs war? Ein völlig leeres Haus, das morgen abgerissen wird. Vermutlich wartet der Bursche jetzt dort auf sein Paket. Der Wagen kommt nicht, also werden wir von dem Kerl nie wieder was hören. Meinen Sie? Sie nicht? Ich weiß nicht. Wenn er sich doch noch mal meldet, können wir vielleicht einen neuen Zahltermin ausmachen. Es ist 10.30 Uhr. Ich weiß, Mr. Feldman. Entschuldigen Sie. Also mal ganz unter uns gesprochen, Mr. Thompson. Hier, in diesen 4 Wänden. Welche Chance haben wir noch? Ich meine, eine wirkliche Chance. Thompson? Ja? Ja. Gut, überprüfen Sie die Listen weiter. Wir hatten da eine Spur zu einem Angestellten der Spencer Aviation mit Sprengerfahrung. Und? Wir haben ihn überprüft. Er lebt jetzt an der Ostküste. Und doch noch mal zu Ihrer Frage nach der wirklichen Chance, die wir noch haben. Ich weiß es nicht. Geben Sie noch nicht auf. Es werden etwa nur noch 1000 Namen überprüft. Ein Unzufriedener mit bestimmten Kenntnissen muss her. Möglicherweise treiben wir ihn auf. Man kann nie wissen. Wie lange sind Sie verheiratet, Thompson?
Es werden 13 Jahre im November. Beachten Sie genau, was ich sage, Feldman. Es werden 13. Entschuldigen Sie bitte, wie schreibt man Testament? T-E-S-T-A-M-E-N-T. Ihr letzter Wille? Ja, was sonst? Ich frage mich auch, wofür. Was kann man schon viel hinterlassen? Ein paar Gepäckstücke mit Hotelaufklebern. Hotels in Miami, Hotels in Kalifornien, Hotels in Puerto Rico. Das ist alles, was bleibt. Nach 68 Jahren. Hotelaufkleber. Irgendwas? Gar nichts. Dann nehmen wir uns jetzt die Sitze vor. Sag dem Captain, das Gepäck ist durchsucht. Was sagten Sie da? Ich sagte die Nadel im Heuhaufen. Bleib nur da, Nadel. Wir werden dich schon finden. Nochmal dasselbe? Dasselbe. Das war ein Bourbon, nicht wahr? Es gab wohl Ärger zu Hause. Was soll die Summe fragen? Ich wollte nicht zu nahe treten. Mir ist bloß aufgefallen, dass Sie dauernd am Telefon hängen. Sie waren doch vorhin schon mal da. Stimmt's? Die meisten Männer, die bei mir so viel telefonieren, die... Naja, die rufen immer ihre Frauen an. Sie sind wohl ein Freizeitpsychologe. Nur mal langsam, ich mache ja bloß Konversation. Ich kaufe Ihnen aber nur Ihren Bourbon ab und nicht Ihre Konversation. Okay, okay. Wie spät ist es? 10 Minuten nach 11. Thompson. Mr. Thompson, zu Ihrem eigenen Unglück sind Sie kein Ehrenmann. Hören Sie, das Geld war auf dem Weg zu Ihnen. Der Wagen ist verunglückt, explodiert und verbrannt. Die Leute von der Fluggesellschaft sind eben dabei, für Sie ein neues Paket zu packen. Wissen Sie, wie spät es ist? Ich weiß, wie spät es ist. Um Sie zu erinnern, es ist gleich 11.15 Uhr. Hören Sie, wir können... Das ist typisch, wissen Sie. Was passiert ist, ist typisch für mich. So geht's mir immer im Leben. Wenn's ein bisschen später wird, was macht das schon aus? Ihr Geld bekommen Sie. Ich glaube Ihnen nicht, Mr. Thompson. Sie haben mich betrogen. Aber Sie machen einen Fehler, weil wirklich eine Bombe in diesem Flugzeug ist. Ich glaube Ihnen, aber bitte, Sie müssen mir auch glauben. Rufen Sie doch das Valley-Hospital an, denn dort hat man den verletzten Fahrer hingebracht. Rufen Sie irgendein Polizeirevier an. Sicher werden alle von dem Unfall schon informiert sein. Das ist mir nun wieder zu umständlich, Sie. Wissen Sie, was wir tun werden? Wir warten noch mit dem Geld. Ich will es mir noch mal gut überlegen. Ich werde mir was ausdenken. Warten Sie einen Moment. Yeah.
schon mal so einen Tag erlebt. Mir sagt man sowas bloß einmal, Mister. Konversation ist nicht. Wissen Sie was? Mir fällt Ihnen was Tolles ein. Gehen Sie mir noch rein. Ja. Erkenne dich selbst. Was? Ja, erkenne dich selbst. Ich glaube, ich habe mich bis heute nicht gekannt. Nein, ums Geld geht's nicht. Das sage ich mir immer. Ums Geld geht's überhaupt nicht. Es ist der Reiz. Sie müssen wissen, Mister. Der Reiz. Trinken wir alle ein? Na kommt, Leute. Trinkt einen mit mir. Wieso, haben Sie Geburtstag? Oh nein. Das ist viel besser als Geburtstag. 11.15 Uhr. Genau 11.15 Uhr. Das wird's jeden Abend. Was ist daran Besonderes? Wisst ihr, heute Abend ist alles besonders. Diese Nacht hat den Wurm getötet. Heute Nacht beherrscht er, der sich nur geduckt hatte, Erde. Oder er weiß jetzt zumindest, dass er es tun könnte. Während des ganzen Lebens tust du nichts und besitzt du nichts und willst alles. Aber da eines Tages, da kommt das Schiff an. Verstehen Sie, was ich mit dem Bild meine? Das Schiff kommt an! Muss ja ein dolles Schiff sein. Und was für ein Schiff? Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Was für ein Schiff. Wissen Sie, dass es schon 11.40 Uhr ist? Nur zu gut, Feldman. Hier, ein Schwung neue Personalakten. Irgendwas gefunden? Bis jetzt nicht. 5 Gruppen arbeiten aber noch dran. Diese Liste umfasst nicht mal 10%. Nicht ein Mann dabei, der als eventueller Bombenleger in Frage käme. Kein Ingenieur? Oder vielleicht ein Chemiker? Doch, ein paar sogar, aber durch die Bank von ihren Firmen als absolut zuverlässig erklärt. Tja, es steht 1 zu 1, dass wir ihn auf diese Weise schnappen. Zum Zahlen bleibt auch kaum noch Zeit. Nein. 11.40 Uhr nicht mehr. Sagen Sie mir bitte, Mr. Feldman, nur so unter uns. Wie lange kann eine Düsenmaschine in der Luft bleiben? Auf einem Flug von Küste zu Küste? Vielleicht 7 Stunden. Länger nicht. Nur weiter, Mr. Thompson, sagen Sie es. Was sagen? Was immer Sie auch sagen wollten, aber machen Sie es kurz. Ich kann heute Abend nicht mehr viel vertragen. Sie sagten, die Maschine kann etwa 7 Stunden in der Luft bleiben. Da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Wir haben gleich 12. Sie fliegt also jetzt annähernd 5 Stunden. Warum ruft der Herr Lunke nicht wieder an? Warum ruft er nicht an? Eine 7-Millionen-Dollar-Maschine und 100 Menschenleben. Und ob das alles für immer zum Teufel geht, hängt ab von einem mickrigen Telefondraht. Warum klingelt das Ding nicht? Warum klingelt's nicht? Ja, bitte. Sofort. Chips. Was habt ihr gefunden? Gar nichts. Weder im Handgepäck noch unter den Sitzen. Los Angeles Flugkontrolle hier, International 6. Bombensuche in Kabine war negativ. Treibstoff reicht schätzungsweise noch für 1 Stunde 30 Minuten. Wir fangen jetzt mit der Wandverkleidung an. Da gibt's aber Teile, für die haben wir kein Werkzeug. Bleiben Sie dran, Six. Anderson, ich habe das FAA hier und das FBI.
Sie sind beide derselben Meinung, dass die Verkleidung runter muss. Das ist die einzige Stelle, wo die Bombe sein könnte. Dann müssen wir teilweise mit der Axt arbeiten. Dann tun Sie's. Viel Zeit haben Sie nicht mehr. Sie, jetzt reicht's mir aber. Was haben Sie denn jetzt vor? Seid ihr nun Flieger oder eine Truppe, die alles auseinandernimmt? Mr. Doucette, bitte setzen Sie sich wieder hin. Schätzchen, ich werde mich setzen, wann es mir passt, verstanden? Wollt ihr es denn unbedingt so weit bringen, dass wir abstürzen, Mensch? Warum landen wir nicht einfach? Es gibt doch genug Flughäfen. Warum fliegt der Captain keinen an? Ich will Ihnen sagen, was wir hier machen sollten. Alle zusammen den Piloten zwingen zu landen. Jawohl, das sollten wir tun. Anstatt hier still rumzusitzen. Wir sitzen hier rum, während die Maschine demolieren. Schon wieder ein Stapel Lebensläufe und Personalakten. Die kommen laufend rein. Interessant? Nein, Sir, bis jetzt noch nichts dabei. Ist Thompson noch da? Ja, Sir. 12.25 Uhr. Thompson? Hallo, Mr. Thompson. Wie steht's bei Ihnen? Ich sagte Ihnen schon, dass die Leute von der Fluggesellschaft Ihnen ein zweites Paket mit Geld schicken wollen. Wann und wo wollen Sie es haben? Wann und wo? Hören Sie auf mit dem Geld. Ich will's nicht mehr. Was wollen Sie dann? Was ich will? Ich, im Augenblick will ich gar nichts. Momentan, ich bin ganz zufrieden. Sie werden mit dem Geld noch viel zufriedener sein. Aber Mr. Thompson, nur machen Sie keine Witze. Ich habe einen kleinen Sitzen, aber... Ich lasse mich deswegen von Ihnen noch lange nicht auf den Arm nehmen. Hören Sie. Die Leute von der Fluggesellschaft wollen ihren Teil des Abkommens erfüllen. Die Frage ist nun, ob Sie dazu auch bereit sind. Wann erfahren wir endlich, wo die Bombe liegt? Ah, Mr. Thompson, langsam werden wir ungeduldig. Wir hier nicht, Mister. Ich spreche allerdings nicht für die Leute im Flugzeug. Über deren Geduld weiß ich nicht Bescheid. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich meine... Wie es jetzt da oben zugeht, das muss ein Irrenhaus sein. Ein komplettes Irrenhaus, ja. Ich sehe den Captain vor mir, wie er hin und her rennt. Versucht, die Maschine zu fliegen und die Passagiere am Sitz festzubinden. Und das genießen Sie nicht, wa? Nein, Mr. Thompson. Ein bisschen mehr Zurückhaltung, bitteschön. Ich habe schon ein bisschen was getrunken. Was würden Sie zu 1 Uhr sagen, Mr. Thompson? Hören Sie, Mister. Jetzt ist es 12.30 Uhr. Nach meiner Rechnung müsste also die Maschine noch etwas über eine Stunde oben bleiben. Stimmt's? Reden Sie weiter. Und dann nach einer Stunde wird Newtons Gesetz in Kraft treten. Sie kennen doch das Newtonsche Gesetz, Mr. Thompson. Alle Dinge, die nach oben fliegen, die kommen wieder runter. Ja, so ist es. Aber merken Sie sich's auch. Für Flugzeuge gilt nämlich dasselbe Gesetz wie für Bombenleger, Mister. Drohungen. Es ärgert Sie, dass Sie nicht wissen, wie Sie mich anpacken sollen, ne? Bitten, drohen, schreien. Sie wissen es nicht. Einen Moment noch. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ach ja, das kann ich mir denken. Was für Fragen? Sie verstehen eine Menge von Flugzeugen, stimmt's? Wie kommt das? Da haben wir es. Sie wollen nicht aushorchen. Sie sind so geschickt wie ein Elefant, ja. Sie dachten sich, vielleicht versuchen wir es mal mit einer Hintertür und überrumpeln die ihn einfach. Aber vielleicht sage ich es Ihnen, vielleicht auch nicht. Vielleicht rufe ich Sie nochmal an. Aber wenn, dann will ich auch das Geld haben. Ja, sagen wir, Sie hören jedenfalls von mir. Wann? Eingehängt. Habt ihr's?
Wenn es so weitergeht, brauchen wir Hilfe. Sag's dem Captain. Okay. Nichts. Und die Passagiere? Die ersten spielen verrückt. Na schön. Los Angeles, Zentrale, International 6. Bitte sprechen, 6. Wir sind hier am Ende. Die Kabine sieht aus, als wäre die Bombe schon losgegangen. Sonst nichts. Ich brauche neue Anweisungen. Okay, wann geht Ihr Treibstoff zu Ende? Wir schätzen in einer Stunde. Der Chefpilot wird gleich Verbindung mit Ihnen aufnehmen. Danke. Die Leute drehen langsam durch, Captain. Zwei sind schon in ganz schlechter Verfassung. Die Stewardessen brauchen Hilfe. Geht ihr beide nach hinten und seht zu, was ihr machen könnt. Joe, wenn du mit denen da hinten fertig bist, dann komm wieder und halt ein bisschen meine Hand. Ich glaube, ich krieg zum ersten Mal einen Tatterich im Leben. Wissen Sie, ich mache sowas nicht gern, aber es ist schon spät und los ist auch nichts. Es ist 12.45 Uhr. 12.45 Uhr. Wie schön, dass Sie das noch mitkriegen. Ah, Sie denken, ich bin betrunken, oder? Na, viel fehlt nicht mehr. Sie sind der Experte, wie? Ich bin müde, deshalb möchte ich Schluss machen. Warum gehen Sie nicht heim und essen noch irgendeine Kleinigkeit? Irgendeine Kleinigkeit? Das habe ich mein Leben lang gegessen, irgendeine Kleinigkeit. Ich habe nie ein Menü mit 8 Gängen verspeist. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Weihnachten kommen Sie zu mir zum Gänsebraten. Wie wäre das? Sie verstehen sich auf Konversation. Ich weiß es hundertprozentig. Seit heute. Ich kann alles tun, was ich will. Ich hab's mir heute selbst bewiesen. Alles, was ich will. Mister, ich glaube Ihnen jedes Wort. Sie sind Batman und Tarzan in einer Person. Aber ich schließe jetzt. Ich kann nicht so lange bleiben, wie Sie wollen. Geben Sie ein Kleingeld fürs Telefon. Was meinen Sie, was das hier ist? Ein Fernsprechamt, hä? Was haben Sie? Ist Ihnen schlecht? Hey. Mann, die Pillen kenne ich doch. Haben Sie es mit dem Herzen? Meinem Schwager geht's auch oft dreckig. Er nimmt dieselben Pillen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich hätte Sie nicht aufgezogen, wenn ich gewusst hätte, dass Sie krank sind. Möchten Sie was zu trinken? Sehen Sie mich an. Das mache ich ja. Wie sehe ich Ihrer Meinung nach aus? Nein, sagen Sie mir es bitte, wie sehe ich aus? Wie? Sie sehen wie ein armes Würstchen aus. Ja, richtig. Ganz richtig. Das bin ich. Genau das. Das ist alles, was übrig ist. Ein krankes Herz. Fast blind. Auf der Bank $10. Aber was kümmert die Armleuchter das? Du opferst ihnen dein halbes Leben. Doch wen interessiert das? Aber jetzt... Jetzt ist für immer damit Schluss, weil jetzt kenne ich mich und meine Möglichkeiten. Ich muss nicht mehr $10 auf der Bank haben. Ich könnte morgen 100.000 besitzen. 200.000, wenn ich will. Bitte, was passiert mit uns? Der Captain hat Verbindung mit Los Angeles. Er wird es uns sagen, sobald er es weiß. Dankeschön. Thank you.
Irgendwas Neues? Nicht, dass ich wüsste. Wir müssen bald runter. Mit Bombe oder ohne. In einer halben Stunde. Oder sagen wir mal in 40 Minuten spätestens. Dann muss es runter. Dann müssen die runter, ob sie wollen oder nicht. Ja, 4000 Fuß. Das genügt, begreifen Sie. 4000 Fuß, ja. Bang! Ah! Ihnen will ich's verraten. Denen werde ich kein Wort sagen. Ich werde nicht anrufen und sagen, wo sie ist. Wo was ist? Habe ich es Ihnen noch nicht gesagt. Die Bombe! Welche Bombe, Sportsfreund? Von welcher Bombe sprechen Sie? Die Bombe. Die Bombe! Die in der Maschine im Flugzeug. Na. Ich werde doch lieber anrufen. Und wenn Sie sich nicht wohlfühlen, kann ich es ja für Sie machen. Geben Sie mir die Nummer. Ich rufe für Sie an. Adams 24699. Ich will Ihnen noch was verraten. Die da, die bluten jetzt. Die haben so viele Angst, dass sie bluten. Die haben inzwischen das Flugzeug von der Spitze bis zum Heck zerlegt und haben nichts gefunden. Hey, warten Sie einen Augenblick. Sie meinen, Sie wären sehr clever, nicht wahr? Was meinen Sie damit? Sie hoffen doch, ich würde vergessen, dass ich noch mein Wechselgeld kriege. Ja, Sie. Das kriege ich noch. Vergessen Sie es nicht. Aber ja, Spaßfreund. Du kriegst schon, was dir gehört. Hallo, mit wem spreche ich? Nein, das bin ich nicht, aber ich glaube, er sitzt hier. Ein paar Meter von mir weg. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Captain. Wir sind in ständiger Verbindung mit Los Angeles und wie es scheint, werden wir bald zur Landung auf einem für uns bestimmten Flugplatz ansetzen. Wir haben ja alle Hände voll zu tun, deswegen werde ich wahrscheinlich zu keiner Durchsage mehr kommen. Falls Sie merken sollten, dass sich das Geräusch der Triebwerke verändert, seien Sie dadurch nicht beunruhigt. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass wir zur Landung ansetzen. Auch später die leichte Erschütterung beim Ausfahren des Fahrgestells ist ganz normal. Hey Joe. Sir? Sieh das einfach so an. Jeder Pilot kann eine Maschine nach New York fliegen. Aber welche Besatzung schafft das schon mit einer Bombe an Bord? Vielleicht kriegen wir einen Orden dafür. Auf jeden Fall widmet man uns in einem Lehrbuch ein Extrakapitel. Was wir tun, wie wir operieren, wie wir es hinkriegen. Man wird von diesem Flug noch viel sprechen, viele Jahre lang. Hey, Captain, wenn wirklich was geschrieben wird, hoffe ich nur, dass ich noch da bin, um es lesen zu können. Möchte wissen, was die in der Zwischenzeit tun. Ob sie den Burschen gefunden haben? Bleiben Sie hier, die Leitung war besetzt. Wir probieren es gleich nochmal. Wir können ja noch einen trinken. Ich habe noch nie so fasziniert auf einen Treibstoffanzeiger gestarrt. Dabei habe ich ganz schöne Flugjahre auf dem Puckel. Ist doch klasse, wie wir das schaffen, Captain. Nur nicht beschreien. Ruf Los Angeles. Sagt, der Sprit reicht nur noch für 30 Minuten. Entweder geben Sie uns bald die Landeerlaubnis, oder? Oder was? Die Verse einer passenden Abschiedshymne durch. Er ist eingeschlafen. Hat sich nicht vom Fleck gerührt. Wissen Sie, wo sie ist, die Bombe? Er hat mir bloß gesagt, im Flugzeug. Sie wissen aber nicht wo, nicht wahr? Fragen Sie ihn, wenn er wieder nüchtern ist. In dieser Welt wird er zweifellos nicht mehr nüchtern. Er ist tot.
Blau verfärbte Lippen. Schlaganfall vermutlich. Sie sind im unpassendsten Moment gestorben, Mister. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Sie sind jetzt sowas wie ein menschliches Tonband. Setzen Sie sich. Da. Ich will jedes Wort wissen, das er zu Ihnen gesagt hat. Haben wir uns verstanden? International 6, hier Zentrale Los Angeles. Schießen Sie los, hier ist 6. Wie viel Treibstoff haben Sie noch? Wie viel Zeit bleibt noch? Bestenfalls 18 bis 20 Minuten. Wir können die Zufuhr unmöglich noch mehr drosseln. International 6, wir haben alle Flugplätze auf Ihrem Kurs angewiesen, die Landepisten für Sie freizuhalten. Welchen wollen Sie anfliegen? Das muss ich mir erst ansehen. Las Vegas? Wäre doch hübsch. International 6, nehmen Sie Verbindung mit Ihrem Dispatcher auf. Dort liegt eine wichtige Nachricht für Sie. Die Nacht der netten Überraschungen. Los. Dispatcher, hier ist 6. Anderson, hier ist Jay. Das FBI hat festgestellt, dass die Bombe bei 4000 Fuß explodiert. So, 4000. Vielen Dank, wozu soll das gut sein? Anderson, hören Sie, schaffen Sie es bis Denver. Denver? Stapleton Field. Landebahn in Höhe von 5.225 Fuß, habe ich recht? Und ob Sie recht haben, werden Sie es schaffen? Ich weiß es nicht, Jay, aber versuchen werden wir es. Los Angeles, Zentrale, International 6. Wir werden in Denver landen. Geschätzte Entfernung, ungefähr 350 Meilen. Wir haben 100 Knoten Rückenwind und fliegen so langsam, wie es überhaupt möglich ist. Treibstoff ist wichtiger als Geschwindigkeit. International 6, sagten Sie Denver? Wir hatten Sie für Las Vegas vorgesehen. Denver liegt über 5.000 Fuß hoch, das könnte uns retten. Wenn die Bombe wirklich bei 4000 zünden sollte, dann ist das die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt. Haben verstanden. Derzeitige Position direkt nach Denver. Fliegen Sie 37.000, bis die Zentrale Denver Sie ruft. Und Hals und Bein rum. Captain, wenn wir nur ein bisschen Glück haben. Andernfalls. Denver Zentrale, hier ist International 6. Erbitten sofort Landeerlaubnis. Wir haben so gut wie keinen Treibstoff mehr. Okay, Flight 6. Ihre Wetterlage? Schwache Bewölkung in 8000 Fuß Höhe. Sicht etwa 6 Meilen. Wind Südwest 5 Knoten. Luftdruck 952 Millibar. Sie können Landebahn 21 direkt anfliegen. 2-1. Zur Information, International 6, alle Höhen sind frei. Sie können sofort zur Landung ansetzen. Wir erwarten Sie. Wir wissen über Ihre Notlage Bescheid. Löschzüge sind bereitgestellt. Hals- und Beinbruch. Sag mir jeweils nach 1000 Fuß die Höhe an. Sobald wir unter 7000 gekommen sind, jeweils nach 500 Fuß. Ja, Sir. Chips, die Passagiere sollen sich auf eine eventuelle Bruchlandung vorbereiten. Kopf zwischen die Knie. Keiner darf eine Brille aufbehalten. Scharfe oder spitze Gegenstände aus den Taschen. Die Frauen sollen die Schuhe ausziehen. Ich sag's, Ginny. Eventuelle Bruchlandung, Ginny. Bereite alles vor, klar? Ist gut. Komm schnell. Achte auf den Kabinendruck. Ich drossle die Triebwerke und setze zur Landung an. Wie ist die Höhe, Joe? 24.000. Fuß. 18.000, Captain. 16.000, 15.000 Fuß. 14.000, 13.000, 12.000. Wer der Verrückte auch ist, ich hoffe, dass er sein Geschäft versteht und die Bombe erst bei 4.000 zündet. Wenn sie es vorher tut, Captain, dann werden wir es schon merken. 11.000.
10.000 Fuß. Neuntausend. Acht. Siebentausend. Landeklappen raus. Sechstausendfünfhundert Fuß, Captain. Sechstausendfünfhundert Fuß. Klappe 30. So, jetzt fallen wir. Wir fallen. Die ersten Landelichter. Wir fallen weiter. Sechstausend Fuß. Landeklappe auf 40. 5.500, Captain. Klappe auf 50. 'Ne Landung, Captain. Schnell, hol Gidi nach vorn. Okay. Willkommen, meine Lieben. Willkommen in Denver. 5.225 Fuß. Für diese Höhe danken wir unserem Schöpfer. Los, Gidi, schmeiß sie raus. Und wenn du ihnen Fußtritte verpasst, raus! Alle Türen und Notausstiege auf und hol die Gleitbahnen raus. Gratuliere, Captain. Wir sollen die Bombe entschärfen, wenn wir sie finden. So wie sie raussehen, sehen wir uns mal ein bisschen um. Na, dann viel Glück. Wie Sie sich überzeugen können, haben wir uns selbst schon ein bisschen umgesehen. Manchmal liegen die Bomben an komischen Stellen. Ja, das glaube ich Ihnen. Sag's Ihnen. Captain Anderson? Ihr Chefpilot hat schon versucht, Sie anzurufen. Die Leitungen sind im Moment überlastet, aber er wird es sofort normal probieren. Könnten Sie vielleicht in der Nähe bleiben? Ja, wenn wir noch Kaffee bekommen, gern. Haben Sie da oben Schwierigkeiten gehabt? So, wie man's nimmt. Joe, hast du was zu rauchen? Eine wird gerade noch drin sein. Hier. Nein, die letzte, nein, lass mal. Ich muss noch irgendwo eine Packung haben. In der Maschine war nichts zu finden. Wir haben alles durchsucht. Jetzt werden wir uns mal ins Gepäck machen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich glaube nicht, dass Sie da was finden. Sehen Sie mal hier rein. Ich weiß, wo es passiert ist. Ich habe sie ein paar Minuten am Schalter der Flugabfertigung stehen lassen. Wie lange, weiß ich nicht. Mehr als 10 Minuten aber nicht. Dort muss der Kerl sie mir in die Tasche gelegt haben. Der hat Fantasie gehabt, das muss ich zugeben. Der letzte Platz, wo ich gesucht hätte. Aber der beste. Wollen Sie sich von ihr verabschieden, Captain? Sie sehen sie bestimmt nie wieder.
Captain Anderson, der Chefpilot ist jetzt dran. Hier spricht Anderson. Anderson, ich gratuliere. Übrigens, wir haben den Mann, der die Bombe an Bord gebracht hat. Er ist tot. Schlaganfall. Och, wie traurig. Mir kommen direkt die Tränen. Na, dafür haben wir 100 Menschen das Leben gerettet. Schönen Dank für Ihren Anruf, Shea. Gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, Captain. Gute Nacht, Captain. Gute Nacht, Captain. Na, wie geht's, Corporal? Na ja, wie schon, wie nach jeder Landung, habe ich nicht recht? So ist es. War's nicht schrecklich? Es gab doch sicher eine Panik. Na sicher, es gab eine Art Panik. Aber streichen Sie das bitte auch nicht besonders heraus. Jedermann tat sein Bestes, um zu helfen. Wie war Ihnen denn zumute, Mr. Doucette? Hat's Ihnen überhaupt was ausgemacht? Hm? Wie kommen Sie darauf? Lieber Freund, ich sag Ihnen was. Ich bin Fatalist. Was einem eben bestimmt ist, ist einem bestimmt. Genug von mir. Schreiben Sie lieber über den Captain. Na bitte, immer zurückhaltend und bescheiden. Was wollen Sie mehr? Aber eins steht fest, im Fernsehen ist er unübertroffen. Viel Glück, junger Mann. Danke, Captain, das wünsche ich Ihnen auch. Agent Thompson, bitte. Hallo, Schatz. Du... Mir geht es gut. Ich weiß, Kindchen, ich weiß. Gott sei Dank. Schön, dich zu hören. Ist ja gut, Liebling. Ist ja alles gut gegangen. Oh, Mac.